Grüß Gott zu einer neuen Minutenpredigt am ersten Fastensonntag des Jahres 2013. Und da hören wir von der Versuchung Jesu in der Wüste. Die Wüste ist ja allgemeiner von uns allen als ein gottverlassener Ort angesehen. Da gibt es nichts, noch nicht einmal Wasser, außer dass es sehr trocken ist, dass die Sonne am Tag über scheint und nachts es entschieden kalt wird, haben wir in der Wüste eigentlich nichts, mit dem wir uns beschäftigen könnten. Außer vielleicht mit unseren eigenen Versuchungen, mit unseren eigenen Schwächen, mit dem, was uns ja von Gott wegbringen kann. Jesus hat genau diese Situation auch miterlebt. Auch er hat eine Situation der Gottverlassenheit präsentiert bekommen. Und zwar nicht aus sich selber, sondern, wie es die Schrift sagt, vom Teufel, vom Satan. Satan, der Teufel, derjenige, der also in der Theologie als derjenige steht, der ganz und gar von Gott verlassen ist, beziehungsweise der Gott verlassen hat, der konfrontiert Jesus mit seiner eigenen Gottverlassenheit. Und in dieser Gottverlassenheit scheint es auch ganz interessante Dinge zu geben. Macht, Reichtum, Herrschaft und Ähnliches. Jesus besteht diese Situation der Gottverlassenheit. Er widerspricht und widersagt ihr. Er will von Gott nicht verlassen sein. Für ihn bleibt die Gemeinschaft mit dem Vater das Wesentliche. Und er weiß auch, dass in Ödnissen und in Wüsten, dort also, wo wir normale Menschen unsere Schwäche in besonderer Weise wahrnehmen können, dort wo die Wüste unserer eigenen Seele offenbar wird, wir nur überleben können, wenn wir in dieser Gottes Nähe bleiben. Und deswegen ist für Jesus die Wüste der Ort der Gotteserfahrung, der Gottesnähe, so wie es übrigens ja auch für das Volk Israel gewesen ist, das in seinem Zug durch die Wüste die Nähe Gottes erfahren hat. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser Fastenzeit Wüstentage einlegen können, wo Sie die Nähe Gottes erfahren und die Gottverlassenheit dieser Zeit, dieser Welt hinter sich lassen. Eine gute Fastenzeit.